Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Guild Wars 2. Triumph oder Tod? Töte den Altdrachen Seitan. Findet Kate in der Ruinenstadt Ara. Das ist unsere Aufgabe für heute. Und da werden wir mal gucken, wie das heute läuft, wo es genau uns hinführt und ob das nicht vielleicht sogar schon so ein bisschen das Ende bedeutet. Mal gucken, mal gucken. So, kurz nochmal gemutet. Ich liebe die Pollen. Es ist wunderbar. Eieiei. Und dann geht es ab in die Fluchküste und Richtung Ara. Und liebe Freunde, das sieht mir wirklich tatsächlich sehr, sehr stark danach aus, wie wenn wir heute schon, ja, das Ende erleben werden. Das wäre sehr schade. Denn wenn wir jetzt schon den Drachen töten sollen, dann bedeutet das, dass wir uns schon ziemlich nah am Ende befinden, würde ich jetzt mal so sagen. Selbst wenn ich mich jetzt nicht so stark auskennen würde und das nicht schon mal gespielt hätte, und ich meine, gut, ich habe zwar die Story-Bereiche alle immer geskippt, so kann man sich das doch fast denken, dass das irgendwie sich sehr endig anfühlt. Aber gut, dann können wir mit der Living Story weitermachen, weil nächste Woche kommt ja schon Living World 3. Dementsprechend sind wir zwar dann trotzdem ein bisschen hinterher. Dass es ein bisschen dauert, bis wir damit anfangen können. Aber das kriegen wir schon hin. Das ist kein Problem. So, hier lang auf alle Fälle, wie es scheint. Und es sieht sehr schön aus. Es sieht unheimlich schön aus. Ich habe das noch gar nicht bisher begutachtet, wie schön das hier eigentlich aussieht. Ich bin hier eigentlich immer nur reingelaufen, hab die Wegmarke geholt und das war's. Aber hier ist es unheimlich schön. Und jede Menge Eiselementare. Droppt ihr irgendwas Spezielles? Könnten wir mal gucken. Irgendwas Schönes droppen für uns. Den da. Den da kann man den dahinter absnipern. Muhahaha. So, den da. Und haben die jetzt irgendwas gedroppt? Nee, ne? Schade. Wäre ja zu schön gewesen, wenn die was gedroppt hätte. Den schwarzen Krokus da hinten. Ach komm, wir nehmen ihn mit. Wenn wir schon da sind, nehmen wir ihn mit. So viel Zeit muss sein. War das nicht das, wo Safran rauskommt? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Ich glaube, da kam Safran raus. Sammeln. Ja, Safran. Und ein Beutel mit weißen Pigmenten. Interessant. Naja, Safran ist gut. Ich meine, Safran, glaube ich, war auch ein bisschen was wert. Hier haben wir Händler. Von hier aus marschieren wir durch jene Tore, um den Drachen zu besiegen und Tyria endlich zu befreien. Habt ihr vielleicht ein paar Kleinigkeiten? Hier könnt ihr Kraftfähigkeit Vita kaufen. Ihr könnt Kraftfähigkeit Vita kaufen. Bei dem da könnt ihr auch Kraftfähigkeit Vita kaufen. Schön, nicht wahr? So, Wegmarke Ara haben wir somit entdeckt und wir sehen auch schon, da nach vorne müssen wir gehen. Hier schlägt unsere Instanz aus. Möcht ihr eure Geschichte fortsetzen? Selbstverständlich. Triumph oder Tod? Ein Drache, aus dessen Maul mehrere Drachen schauen, aus dessen Körper aus mehreren Drachen besteht. Uiuiui. Findet Cave in der Ruinenstadt. Ja. Da vorne ist sie. Die sind voll synchron. Können wir die töten? Müssen wir die töten? Ich denke ja. Cave, ich bin da. Keine Sorge, ich rette euch. So, hier weg. Ganz schön gut befestigt, wenn ich einfach drüber springen kann, nicht wahr? So. Geh noch weg. Okay. Cave? Was ist hier los? Wir haben zwar die meisten Mitglieder der Klinge des Schicksals wieder versammelt, doch ich hatte gehofft, die gesamte Gruppe könnte jetzt hier sein. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Gehen wir? Nein. Wer fehlt? Soja, ich hatte gehofft, dass sie ihren Zorn auf Air überwinden könnte und mitkommen würde. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Gehen wir? Okay. Wir haben uns schon umgesehen. Und ein Spaziergang ist es nicht. Selbst mit der Hilfe von uns Vieren wird es ein harter Kampf. Eure Absicht ist wie immer gut, Silvari. Aber rechnen müsst ihr noch üben. Soja, ihr kommt uns helfen?
Meint ihr, ich lasse euch ohne ein echtes Genie gegen einen Altdrachen kämpfen? Soja, ich muss euch etwas sagen. Ich weiß, ihr fühlt euch schuldig wegen Snuffs Tod. Ich selbst gab euch viele Jahre die Schuld. Aber würdet ihr ohne meine Hilfe jetzt scheitern, fühlte ich mich schuldig. Snuff hätte gewollt, dass ich hier bin. Ich danke euch. Was wolltet ihr sagen, Kate? Ara war einst die Stadt der Menschengötter. Auch als sie diese Ebene verließen, blieb sie ein goldener, schöner Ort. Bis die Torheit der Menschen sie untergehen ließ. Doch es kam noch schlimmer. Der Altdrache erwachte, hob Orr aus seiner Wellengruft empor und Horden untoter Diener entströmten den Trümmern. Seitdem regieren dort Saitans Diener. Wir müssen sie besiegen, bevor wir uns dem Altdrachen stellen. Wir brauchen alle Luftschiffe, wenn diese Mission gelingen soll. Wir brauchen genug Energiekerne, um das Ding kampfbereit zu machen. Wenn Tyria Hoffnung haben soll, müssen wir beenden, was wir begonnen haben. Wir müssen Saitan vernichten. Und mit eurer Hilfe werden wir das tun. Eine Sache noch. Wir müssen euch dafür danken, dass ihr uns wieder zusammengebracht habt. Ich wüsste nicht, was ich dabei getan hätte. Ihr habt uns geführt. Mit Wort und Tat. Ohne euer Beispiel hätten sie... wir... uns nie wieder vereint. Ich wollte sie zwingen. Das war falsch. Ihr habt uns erneuert. Legen wir jetzt los oder quasseln wir Saitan einfach zu Tode? Oh, Soja. Hi. Okay. Eine sehr traurige Geschichte, muss man sagen. Vertraut auf eure Instinkte. Ja, ich habe ein bisschen versucht, daran rumzuspielen, dass man das alles ein bisschen besser versteht, aber es passt noch nicht ganz. Was gibt es denn? Wir brauchen dringend diese Energiekerne, um das Luftschiff wieder flugtauglich zu machen. Warum ist dieses eine Luftschiff denn so wichtig? Die Truppen des Pakts beginnen mit dem Angriff auf Saitan. Wir benötigen dafür jedes Schiff in der Luft. Wie schätzt ihr die Erfolgsaussichten des Angriffs ein? Der Pakt steht kurz vor der Fertigstellung einer Art von Superwaffe. Ich hoffe sehr, dass sie es rechtzeitig schaffen. Einverstanden, darf ich noch etwas fragen? Freut ihr euch nicht, alle Mitglieder der Klinge des Schicksals wieder vereint zu sehen? Das ist irrelevant, oder etwa nicht? Wir sind besonders stark, wenn wir unsere Kräfte bündeln. Ihr freut euch also immer noch über dieses Treffen? Ja, ich glaube, ich bin glücklich. Das freut mich. Darf ich noch etwas fragen? Was wisst ihr über diesen Ort? Ich habe gehört, dass die menschlichen Götter hier einstmals gelebt haben. Ich frage mich, ob Saitan diesen Ort deshalb verdorben hat. Ich frage mich etwas anderes. Oh, wow. Okay. Dann... die Welt will erforscht werden. Findet den ersten Energiekern. Okay. Da wird uns auch schon auf der Karte hier was angezeigt. Also gehen wir einfach mal in diese Richtung. Hier sind auf alle Fälle auch Gegner. Ah, das sieht mir stark nach Energiekern aus. Ich denke, hier sind wir richtig. So, die Gegner hier wegmachen. Hey. Das ist gemein. Stabi! Jetzt sind er. Hey, wie gemein. So, man musste sich da draufstellen. Aber nur auf eine der beiden Platten irgendwie. Ich dachte, das wäre schon der Energiekern gewesen. Oh, Champion auferstandenerlich. Das kann ich auch. Auf ihn mit Gebrüll. Ja, mit ein bisschen Macht hätte das halt ein bisschen mehr wehgetan, ne? So, jetzt komm weg mit dir.
Oh, da hat ein bisschen wehgetan. Okay. Energiekern entfernen. Ja, ich habe ihn. Cave? Achso. Findet den zweiten Energiekern. Okay, machen wir. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Könnten uns natürlich aber auch einfach theoretisch porten. Das ginge theoretisch auch. Aber letztendlich ist beides jetzt nicht wirklich langsamer oder schneller. Und dann geht es da lang. Wie es scheint. Auferstandene Raupe. Okay, zerstört die Orianischen Obelisk, um das Tor zu öffnen. Nichts leichter als das. Erstmal hier noch die Raupen wegmachen. Ich glaube nämlich, die könnten ein bisschen wehtun. Machen wir so, dann schießen wir wenigstens die Viecher auch ab, oder? Dann durch die Obelisken geht's nicht durch. Doch, geht's. Dacht schon. So, der Obelisk ist down. Kommt noch der dran. Vergeltung, falls mich die Viecher wieder angreifen. So, na komm schon. Und... geh kaputt. Einiges aus. Und die Raupen sollten wir vielleicht noch vorher wegmachen, oder? Zumindest die so. Okay. Luftschifftrümmer, da vorne sind sie. Okay. Jetzt wieder ein Champion. Bergungsgut von der Lady Livia. Okay. Was haben wir damit somit gefunden? Können wir mal vieren, dass mal der CC-Balken ein bisschen runtergeht. Ja, nur nicht lang genug. Nicht lang genug. So, jetzt kommt. Ausgewichen. Haha! Nein, bleib mal im Brunnen. Du kriegst noch einen, wenn du magst. Guck hier. Nur für dich. Oh. Nein, nein. Achso, der Brunnen ist eh schon weg. Ich würde schon sagen, bleib beim Brunnen. So, und jetzt stirb. Na also. Damit die nächsten Luftschifftrümmer. Finde den dritten Energiekern. Es gibt noch einen dritten. Oha. Da haben wir ja einiges zu tun. Cave. Cave ist noch am Kämpfen. Oh, da geht's auch super gut. Na, die kommen ganz gut mit den Viechern klar. Na, das ist doch schön zu wissen. Da bin ich ja dann ganz froh, wenn die dann ganz gut damit klarkommen. So, dann geht's hier hoch. Die Kammern der Heiligkeit entdeckt. Hier ist das Tor. Was ist das denn? Seltsame Fackeln. Oh, ich mag den Tunnel nicht. Da kommen Erinnerungen auf. Erster Versuch, das Ganze zu solon. Kommt da auf. So, das weg. Und dann. Machen wir das weg. Tut ein bisschen weh. Champion auferstandener Ritter. Okay. Warte mal, das gab verwundbar. Uai! Okay. Nevermind. Ich wollte gerade. Cave, kannst du mich irgendwie wiederbeleben? Cave, kannst du mal reingreifen, bitte? Gut, ich retze mich halt selber hoch. Oh, der tut ein bisschen weh. Vor allem, wenn man keine Dodge-Roll mehr hat. So, jetzt aber. Weg mit dir. Da habe ich mich jetzt aber auch ein bisschen herrlich dämlich angestellt gegen das Viech. Das muss man schon auch zugeben.
So. Sammelt den dritten Energiekern aus den Luftschifftrümmern. Ach, da hinten. Energiekern beschaffen. Kehrt ins Paktlager zurück. Ah, da braucht man uns jetzt aber wirklich. Okay. Damit haben wir 3 Energiekerne. Dann dürfte das Luftschiff ja jetzt theoretisch wieder startklar sein. Ja, sind da. Okay. Das Geräusch gerade eben. Wir sitzen fest. Jemand muss hier bleiben und das Luftschiff losmachen. Ich tu das. Nein, Logan. Wir dürfen uns nicht trennen. Diesmal nicht. Vor langer Zeit ließ ich euch im Stich und ihr musstet kämpfen. Jetzt müsst ihr mich zurücklassen, um den Kampf weiterzuführen. Ihr müsst das nicht tun. Doch, ich muss. Für euch alle. Und für mich selbst. Gut, aber wenn ihr euch töten lasst, hetze ich euch bis in die Nebel. Okay. Ridlock. Hier kommen die nächsten Monster. Jetzt bin ich gespannt. Er musste zurückbleiben für uns alle. Okay, ich habe den Riesen entdeckt. Ach, wir sind tatsächlich jetzt mit eingestiegen. Der Arme. Aber der hat sich dann jetzt extra für uns geopfert? Oh, wie gemein. Ich glaube, das Ganze kann ein bisschen lauter. Haltet nach orianischen Streitkräften Ausschau, während das Luftschiff weiter voranstößt. Das sieht so alles so krass aus. Sehen Sie das? Wo? Nutzt die Reflexionsschilde der Kanonen, um die orianischen Riesen zu besiegen. Okay. Die können wir benutzen. Die können wir benutzen. Okay, die 3 können wir benutzen. Welche orianische Riesen? Ich sehe keine. Hallo? Orianische Riesen? Ah, da. Oh. 3 Stück. Und das macht Reflexionsschild. Oh. Das war jetzt nicht gut. Das Ding hat Cooldown. Okay. Okay. Hat keinen Cooldown mehr. Haben die unabhängig voneinander Cooldown? Ja, haben sie. Dann werden wir hier einfach jetzt überall aktivieren. Einfach alle auf Cooldown halten. Könnte auch klappen, oder? So. Wird wahrscheinlich nicht klappen, aber man kann es mal versuchen. Ja, gleichzeitig habe ich halt hier oben Viecher, die ich töten muss. Ah, der schmeißt gleich. Ja. Nein. Oh. Tut weh. Okay, scheint funktioniert zu haben. Weil ich mich da jetzt ehrlich gesagt ziemlich dämlich angestellt habe. Ich muss einen anderen Heilsbell reinnehmen. Ich merke das schon. Den Brunnen. Der Ziegel. Der Verzehr ist halt auch doof. Keine Samen, genau.
ja, durch seine Angriffe Lebenspunkte an euch überträgt. Ich glaube, es wäre ganz gut, den mitzunehmen. Gerade hier jetzt. Kommandeur, ihr habt es geschafft. Wir brauchen eure Hilfe. Unsere Truppen landen in Ara und bekämpfen Zaltans Diener. Transporter und Truppen werden jedoch von feindlichen Stellungen aus beschossen. Jemand muss uns helfen, einen sicheren Landebereich freizuräumen. Ja, das können wir doch. Betrete den Kopter an der Vorderseite des Luftschiffs. Ja, vorher packe ich aber noch kurz den da rein. Hol mir den. Schnell wird der eh verschwinden, wenn ich jetzt da reintrete, aber egal. Ich glaube, das könnte mir das alles gerade ein bisschen, ja, leichter machen. Behaupte ich jetzt mal. Okay. Schanze Drachenzahn entdeckt. Zerstört die orianischen Türme, damit die Bodeninvasion von Ohr beginnen kann. Okay, das kriegen wir hin. Sind auch schon diese drei Pünktchen am Boden. Das sind die Türme. Ah ja. Aber wie funktioniert das jetzt mit dem Schaden? Ich kann mich nicht bewegen, wo ich nicht immobilisiert war. Sehr gut. Geht das? Ja, geht. Ach, die Schadenzahlen werden da oben angezeigt. Jetzt. Okay, der Turm ist kaputt. Huh, nicht auf den Kopf fallen. Dann zu dem Turm da drüben. Ein Giftschleim. Oder ist ein bisschen mehr wie nur ein Giftschleim? Ist noch was? Kann mich nicht bewegen, diese Immo. Habt ihr es jetzt bald mit eurer Immo? Danke. Das ist ja schier unglaublich. Immo und mich da 3 Jahre. Noch ein bisschen heilen. Wenn es nur minimal ist. So. Stützt da schon einer Turm. Dann geht's weiter zum nächsten. Es hat ja ganz gut funktioniert bisher. So, hier warten Augen von Ohr auf mich. Oh, und Gorillas. So. Wegmachen. Da wegmachen. Okay. So, und jetzt an den Turm. Darf ich den jetzt? Wie hat die den nicht angegriffen jetzt? Auch sehr gut. Aber mein Blutunhold heilt mich ein bisschen. Das ist schön. Okay, da ist noch ein Gorilla. Weg, Gorilla! Okay, das haben wir. Besiegt den Mund des Seitan. Kommt jetzt wieder im Mund des Seitan? Wo? Jo, hübsches Ding. Oh, das war gemein. Oh. Ah, warte, wenn er das macht, kann man so eine Kugel nehmen und ihn reinschmeißen. Und dann schluckt er die. Ziemlich witzig. Da kann ich mich dran erinnern. Das war lustig. Da macht man den auch Schaden, was ich jetzt gerade nicht mache. Nehmen einfach schon mal eine Flammkugel. Cool. Dann warten wir einfach mal. Wir terminieren in Ruhe. Und alle ab. Guten Hunger. Ja, dann holen wir uns mal das nächste. Der Minion ist halt wieder tot. Ich rufe nicht mein Diener.
Da war doch gerade noch so eine Flammenkugel. Da hinten liegt die nächste. Ich mache ihn halt ein bisschen Schaden, aber nicht viel. Und, alle hopp. So. Also noch ein paar Minions holen, das kann nicht schaden. Wie viel Macht wird mir das geben, wenn ich das mache? Naja, gut, auf einen. Geht so. Flammkugel. Flammkugel. Schnell aus der. So. Der will unbedingt meinen Blutunhalt haben, ne? Also, Moment, der hat gerade diese. Ah, verdammt, jetzt schmeiß ich's jetzt. Nee, ich hab's nicht geschmissen, ich hab's abgebrochen. Gut. Er hat gerade diese Saugertjacke gemacht. Oh, der hatte meine Splitterschnecke alle zerfetzt. Was hat Blutunhalt in Ruhe? Der hat dir nichts getan. Ah, noch hält er durch. Oh, jetzt hält er nicht mehr durch. Jetzt ist es vorbei. Ripp, Blutunhalt. Ripp. So, nom 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 nom. Friss das Ding. Dass du mein Blutunhalt hier kaputt machst. War gar nicht nett von dir. So. Geht doch. Sie jubeln. Wow. Oder ist das ein Kampfgeschrei? Motivationsgebrüll? Ich weiß es nicht. Jubel oder Motivationsgebrüll? Das ist hier die Frage. Gut. Haltet nach orianischen Streitkräften Ausschau. Gut, machen wir. Irgendwas schaut Sarazin ja noch an. Wie gerne würde ich da einfach runterspringen und das erkunden, was da unten alles ist. Ach ja, orianische Streitkräfte, wir haben was auf dem Deck. Das ist halt, ne? Woanders auf der Karte. Das ist halt. Das kannst du so normalerweise nicht betreten, deswegen. Wird am liebsten hier einfach runtergleiten und alles entdecken, aber das geht leider nicht. Man kann hier nicht gleiten. Wenn sich das alles da unten anschauen, wäre es sicherlich eine schöne Sache. Jetzt einfach als Minion Master machen. Tod am Himmel entdeckt. Okay. Immerhin gibt es hier auch einen Amboss, wo wir unsere Rüstung reparieren könnten. Hier gibt es halt auch Poys. Ach, ich habe alle Poys schon. Ah, okay. Weil es gibt einen Poy, da muss man irgendwo runterspringen, damit man den bekommt. Sonst hat man den nicht. Oh, da hinten ist wieder einer. Ne, es sind mehr als nur einer. Was treibt ihr denn hier? Was wollt ihr auf meinem Luftschiff? Geht weg. Das hat euch keiner erlaubt. Weg mit euch. Die schubsen. Oh, da vorne sind die ersten Drachen. Oh, 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 oh. Wir bahnen uns weiter unseren Weg nach vorne. Das Luftschiff fliegt in der Zeit weiter und weiter. Hallo. Da war wieder Tickfattels Bruders. Uiuiuiui. Okay, wir können wieder an die Kanonen gehen. Was können wir machen? Wir können Reflexionsschild machen und explosiven Schuss. Okay. Ich kann das Ding jetzt aber nicht ins Target nehmen gerade. Hey. Das ist erfrischend. Das war gemein. Ich konnte es nicht ins Target nehmen. Soll das nicht ins Target nehmen können? Erzähl ich, wäre Minion Master hier echt gut während dieser Phase. Noch einen Minion oder so zur Hilfe nehmen.
Nee, er muss Feinde anvisieren, steht sogar da. Jetzt kann man anvisieren, okay. Also auf ihn mit Gebrüll. Schaff gut anhalten. Und immer reflektieren, damit sich schön selber wegspiken. Okay, das ist jetzt wiederum sehr laut. Zwischendurch wird es immer wieder total leise und dann ist es wieder total laut. Entschuldigung, es tut mir leid. Okay, den haben wir. Zur Hälfte haben wir ihn. Besiegt Ogravros den Mundtod. Ne, Mondtod. Den Mondtod. Hierhin? Ja, nein, vielleicht. Das Luftschiff ist in der Zeit stehen geblieben. Da vorne ist ein Leuchtturm. Oder sowas in der Art. Ja. Okay, das heißt, er taucht wieder auf der Seite auf, weil er unter dem Luftschiff durchtaucht. Und reflektieren wir schon mal, falls ich zeige. Und wegschießen! Komm schon. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Okay. Wir haben ihn, glaube ich. Ich glaube, das ist auch, je mehr Leute man hat, umso mehr tauchen auf. Okay. Das Luftschiff wendet. Was ist denn da unter uns? Ich würde das so gerne erkunden, was das da unter uns ist. Okay, wir sollen halt weiter Ausschau halten. Ja, hier sind schon wieder Gegner. Die auf mein Schiff geschummelt haben, die machen wir gleich mal wieder weg. Okay, das ging schnell. Es sieht schon sehr faszinierend aus. Was wäre eigentlich, wenn ich jetzt einfach runterspringe? Tauche ich dann einfach wieder hier oben auf? Ich weiß es nicht. Könnte da hoch, da drauf springen. Würde ich so liebend gerne machen. Ich glaube, das muss ich wirklich irgendwann mal tun. Aber ich schätze, man wird ziemlich instant weggeportet. Beziehungsweise ich würde sterben, wenn ich darauf springe. Könnte dann vielleicht eine Retzkugel verwenden, aber ich vermute mal ganz stark, dass man weggeportet wird. Da wird es heißen, ihr verlasst den Instanzbereich und ja. So. Hallo. Okay. Ach, zwei. Ja, nee, dann passt schon. Dann ist es normal, dass es dann später im späteren Verlauf zwei gab. Okay. Come on, we can do this. Okay. Können wir jetzt nicht weitermachen, weil wir nicht mal anvisieren können? Aber den da, oder? Nein. Müssen wir ein bisschen aufräumen hier. Schon ein bisschen. Wenigstens kämpft Kay für uns mit. Welcher ist von beiden ist denn der angekratzte? Wir haben den Horox und den Fafnarin. Okay, das haben wir, weiß ich nicht, was abgewehrt haben, aber wir haben nochmal den gleichen erwischt. Komm, einfach volle Kanone draufballern, aber ich glaube, wir schaffen den auch aufs zweite Mal. Wir brauchen für alle Drachen wohl scheinbar drei Runden. Den können wir jetzt abschießen. Was? Nicht? Verdammt, da war ich zu langsam. Ich hätte beide abschießen können. Da war ich zu langsam. Eieiei. Jetzt wird es ein bisschen ungemütlich hier auf dem Schiff oben. Minimal. Da willst du wieder?
Ja, nein, vielleicht. Bitte ankreuzen. Du? Gerbel. Sieh das, dass du willst. Come on! Weg mit dir! Verschwinde! Lass uns in Ruhe! Und noch ein Schuss. Okay, den haben wir. Müssen noch warten, bis der andere wieder auftaucht. Der ist da. Wir versuchen einfach, mein Heal-Dingens wird den Gegner schon tanken. Come on! Ich will ihn zumindest bis zur Hälfte haben, das wäre halt super schön. Da müssen wir nur noch einmal draufholzen. Ja, mit viel Glück noch einen Schuss und dann würden wir nächste Runde, wenn er wieder auftaucht, würden wir ihn ganz wegbekommen. So. Plünderer sind auch weg. Na komm, geh weg. Okay. Ja, aber das ist ja eine lange Folge, ne? Seit Schluss. Instanz. Ich habe zwar nicht. Das habe ich mir zwar nicht eingeplant, dass ich so lange. Oh, da hört die Musik auf. Sekunde. Ich musste ganz kurz raustappen. So. Damit hatte ich zwar heute nicht geplant, dass das heute ja schon die Schlussini ist, aber gut, wir kriegen das hin. So. Muss mal reflektieren. Und dann wegschießen. Come on, wir kriegen den. Wir kriegen den jetzt in einem Satz. Na also, weg mit dir. Und da sind die nächsten Gegner. Oh, mein Heilviech ist weg. So. Oh, da ist meine Kanonenzucht jetzt. Was? Wir müssen das Schiff verlassen? Ja, komm, Cave. Wir müssen das Schiff wohl irgendwie verlassen. Oder so. Was haben die das gerade gesagt? Ach du Scheiße. Hallo? Wie denn? Hier ist eine Wegbarke. Wie eine riesige Mischung aus Libelle und keine Ahnung. Nee, tatsächlich sieht es wie ein Fisch aus. Das stimmt, das hat Raja letztens gesagt. Dass das wie ein Fisch aussieht. So ein ganz spezieller Fisch. Alle Mann auf das andere Schiff! Los, los, ihr Trödler! Wir haben nicht ewig Zeit! Logan, ihr lebt! Dachtet ihr, ich lasse euch allein gegen Saitan ankämpfen? Logan, ich freue mich, dass ihr wohlauf seid. Ich dachte... Ich weiß. Ich bin um Haaresbreite entkommen und dann an Bord dieses Schiffs gegangen. Ist ein neues Modell. Beeindruckend. Ich glaube, genau das brauchen wir, um einen Drachen zur Strecke zu bringen. Alle Mann auf Kampfstation. Wir fliegen los. Interessant für das, dass wir so viele Kämpfer dabei haben, bin ich aber immer herrlich alleine vorne gewesen. Okay, ich bin ab und zu vorbeigeschaut. Okay, haltet durch, während die Room von Tyria Saitan aufspürt. Das ist also die Room von Tyria. Okay. Oh nein! Das ist ja... Ja, okay, ich kann nicht gleiten. Ja. Jetzt hat das Spiel jetzt endlich mal gecheckt, dass wir den Instanzbereich verlassen haben. Okay, meine lieben Freunde, wir stellen fest, dass da vorne am Bug, das ist doch der Bug, oder? Vorne, das ist keine anständige Textur. Gut, haben wir das jetzt auch gelernt. Geh mal kurz am Amboss reparieren. So. Und dann geht's wieder nach oben. Oh, wie gemein war das denn? Ich dachte, ich springe da jetzt nach vorne und bleib da stehen und habe einfach die beste Aussicht auf alles. Und dann ist das gar nicht. Echt? Wie gemein! Dam, dam, dam!
da ist er. Ist er nicht hässlich? Vielleicht ist deswegen der Bug vorne nicht echt gewesen. Autsch. Verteidigt Soldier, während sie die Megalith-Kanone aktiviert. Okay. Oh, das Viech. Nicht allzu sehr. Sehr gut, Soldier. Sehr gut, Soldier. Sehr, sehr gut. Wir verteidigen dich. Kein Problem. Das kriegen wir hin. Lass Soldier in Ruhe. Das ist beide Soldier. Lass sie in Ruhe. Die kommen halt auch mit irgendwelchen Brunnen, aber die haben so die mega OP-Brunnen. Guck dir das an. Straddel! Ist das Straddel? Nee, das ist Meister Funke. Der Drache in der Zeit immer vorbeifliegt hier. Kann sich halt dann auch da am Rand hinstellen. Dann kann man in der Zeit, wo er vorbeifliegt, kann man sich das wundervoll anschauen. Das sind mehrere Plätze, wo man sich richtig schön hinstellen kann, wenn man den Drachen halt wirklich in seiner ganzen Pracht begutachten will, wie er aussieht. Da, wenn wir jetzt am Rand gestanden wären, wir alles nochmal ein bisschen besser kennen können. Weg mit euch! Weg mit euch! So. Da hinten kommt noch eine untote Abscheulichkeit. Die Litkanone ist auch fast aktiviert. Sie ist aktiviert. Sehr gut. Was für ein Riesenmonstrum. Es sieht aus, als hätten sich keine Ahnung, wie viele Drachen in diesem Drachen vereinigt. Er kann nicht mehr fliegen wegen diesen Schwänzen. Braucht er die zum Fliegen? Scheint so. Und da ist die Kanone kaputt. Er fliegt immer noch. Oder gleitet er? Was macht er? Die haben ihn voll getroffen. Der rechte Flügel sieht krass aus, wie wenn er brennen würde. Seit hier ist halt ein perfekter Ort, um sich alles anzuschauen. Du, dann halt, geh weg! Nun? Cave, was machen wir nun? Okay. Es geht also jetzt nur noch darum, erstmal abzuwarten, scheinbar. Wir machen jetzt erstmal die ganzen Monster hier weg. Es sind nämlich ganz schön viele hier. Da ist ein Auge des Seitan mit dabei. Jetzt holen sie ja wirklich alle Geschütze, oder? Höhle des Altdrachen entdeckt. Ah, hier. Auf eine gewisse Art und Weise kann er einem ja leid tun, wie er jetzt da dran klebt und... Ja.
Keine Ahnung. Weiß nicht, besiegt den Altdrachen Seitan. Gitti, gitti, gitti. Ich glaube, wir haben die Endstellung erreicht. Wir müssen jetzt also zu einer zu der Kanonen gehen. Mal hier noch ein paar Zeichen abliefern, damit die hier da keine Probleme bekommen. Und wir schießen. Er schießt automatisch auf ihn. Was sind das für Geschosse? Die explodieren so seltsam an ihm. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass es sich relativ wenig wehrt. Er spuckt ab und zu schwarzes Zeugs auf die Tragflächen. Das war es an sich, aber... Schade eigentlich. Das ist das, was viele halt aber auch sagen. Der Kampf ist relativ... Du machst nicht viel außer 1-1-1-1-1-1-1. Das ist allerdings ein bisschen schade. Aber dafür muss man halt auch dazu sagen, dass sie das dann aber später bei anderen Bossen besser gemacht haben. Oh, das hat wehgetan. Ich habe mal Kanone gewechselt, nachdem er da so einen komischen Schmodder hingemacht hat. Und weiter auf ihn schießen. Weg mit ihm. Okay, wir stehen immer noch safe. Ein Viertel hat er noch. Na komm. Oh. Geschubst worden. Nächste Kanone. Auf ihn. Es fehlt nicht mehr viel. Wir haben ihn gleich. Oben sehen wir den Lebensbalken von ihm. Da vielleicht noch drei Schüsse. Leider nur zwei. Oh. Uiuiui. Oi. Danke, Soldier. Dankeschön. Oh. Jetzt wird er ungemütlich. Nicht? Jetzt habe ich gebackt irgendwie. So, und jetzt der finale Schuss. Sehr schön. Da stürzt er in die Tiefe. Die Frage ist er wirklich tot? Weil ich meine, er stürzt da jetzt runter. Es würde mich ja nicht überraschen, wenn das heißt, er ist gar nicht tot. Auf so eine gewisse Art und Weise könnte man das vermuten. Aber wollen wir hier mal keine Spekulationen anhäufen. Der Altdrache ist bezwungen. Wir haben gesiegt. Aber nur, indem wir uns gegen einen größeren Feind zusammentaten. Ihr habt uns den Weg gewiesen. Wir und ganz Tyria stehen in eurer Schuld. Denn im Hintergrund hat man gerade schon ganz leicht die Anfänge einer ganz bestimmten Musik gehört. So. Oh, wie sie hier jetzt feiern. Und hier zu den Drachen, Feuerwerkskörper hochschießen. Okay, trefft euch mit der Klinge des Schicksals im Vor Dreifaltigkeit. Könnt uns hier jetzt natürlich noch umschauen, aber es gibt leider hier nicht recht viel mehr zu sehen. Wir haben das Luftschiff, auf den können wir uns bewegen, runtergleiten oder so, können wir ja leider nicht. Und dann geht's jetzt also zur Nachbesprechung ins Vor der Dreifaltigkeit. Seitan haben wir besiegt. Rein theoretisch, meiner Meinung nach, haben wir keinen Beweis, dass er wirklich tot ist. Er ist ja nur abgestürzt. Aber ich gehe schon mal sehr stark davon aus, dass der das Ganze nicht überlebt hat. Auf alle Fälle hat er einen sehr, sehr schweren Schlag hinnehmen müssen. Gut, dann geht es hier jetzt ins Vor der Dreifaltigkeit. Triumph oder Tod? Ich denke, wir haben triumphiert, würde ich behaupten. Oder was würdet ihr sagen? Ich denke schon. Ja, wir werden uns jetzt hier die Dialoge noch anhören.
Und dann werden wir die Folge aber leider auch beenden müssen. Das ist so schön, wie sich alle freuen. Das ist so schön gemacht. Alle freuen sie sich. Ich finde das richtig schön gemacht. Ihr nicht? Okay, die freuen sich nicht. Hier stehen ganz viele auf der Seite. Oh oh, das mit dem Tropenvogel habt ihr nicht gesehen. Konfettiregen. Endlich Sieg. Götterfels. Saltan ist tot. Jetzt kann seine Verderbnis geheilt werden. Wir löschen die untoten Diener des Drachen, die Tyria noch plagen, nach und nach aus. Bald ist die Plage nur noch Erinnerung. Das ist so schön gemacht. Und hier die Leute reingehen seht und sogar seinen eigenen Charakter, das finde ich immer total nice. Mut, Können und Freundschaft haben den Drachen besiegt. Niemand soll diesen Tag je vergessen. Ein Sieg, an dem ganz Tyria teilhat. Dies ist nicht das Ende. Es gibt noch mehr Drachen da draußen. Mehr Kämpfe. Könnt ihr nicht einfach mal zufrieden sein, Fellknäuel? No. Ich war zufrieden. Kehrt ihr zu eurer Königin zurück, Logan? Nein. Erst wenn ich weiß, dass Kryta sicher ist. Er will also weiterkämpfen. Seht ihr, Logan ist auch zufrieden. Snaf wäre stolz auf uns. Besonders auf euch, Soja. Ihr meint stolz, dass wir nicht versagt haben und wieder mit der Schnauze im Dreck gelandet sind? Ja, das wäre er. Und wer jetzt? Jormark, Primordus, Kralkatorik? Wir vernichten sie, wie der Morgen die Schatten besiegt. Ohne euch hätten wir das nie geschafft. Danke. Gerne doch. Ihr könnt auf mich zählen. Gut. Denn er hat recht. Der Rest der Drachen wartet immer noch da draußen. Okay. Dann findet Marshall Traherne. Also, harter Junge, wie landet ein berühmter... Sie ja jetzt alle jubeln, nur gerade hört man die Jubelschreie nicht. Ich bin einfach gut. Passe zwar nicht zur Stellenbeschreibung. Okay. Steht eine Kiste voll Spaß rum. Auch nicht schlecht. Hinten steht auch eine Kiste voll Spaß rum. Dann gehen wir darunter. Das Schöne ist ja, im Endeffekt haben wir gerade einen Abschluss. Und normalerweise muss man dann hinterher immer noch sowas erzählen, wie schön das war oder was man nicht so gemocht hat. Und verabschiedet sich dann vom Let's Play. Das fühlt sich hier jetzt gerade auch so an, aber ist es nicht, weil es geht nächste Folge ganz normal weiter. Mit der Living World dann. Sprecht mit Marshall Traherne. Deswegen, wenn ich mich jetzt dann nachher relativ fix verabschiede, weil ich möchte einfach das, was jetzt dann gleich noch kommt, einfach als Ausklang des Videos nehmen und möchte da nicht mehr viel sagen, weil man das einfach genießen muss. Dann heißt es kein Auf Wiedersehen für lange Zeit, sondern bis zur nächsten Folge. Übermorgen. Traherne. Versteckt ihr euch vor dem Trubel, Traherne? Das wird nicht gehen. Die Welt muss sehen, wie der Pakt Marshall feiert. Ich verstecke mich nicht. Ich denke nach. Der Abschluss meiner wilden Jagd hat mir zwar eine Last von den Schultern genommen, aber dennoch blieb Saltan eine schreckliche Bedrohung. Jetzt, da diese Bedrohung vorüber ist, fühlt es sich an, als ginge nach einer kalten, endlosen Nacht die Sonne auf. Ich kann nicht anders als mich fragen, was nun? Wohin führen wir diese von uns geschmiedete, unaufhaltsame und schlachterprobte Allianz? Zur nächsten Herausforderung, zum nächsten Sieg. Wir müssen uns noch anderen Altdrachen stellen. Und jetzt wissen wir wie. Wir wissen, wie man sie besiegt. Erst feiern wir. Wir haben gewonnen. Es wäre ein Verbrechen, nicht kurz innezuhalten und sich darüber zu freuen.
kommt! Es warten eine Armee von Menschen und ein Meer von Getränken. Ganz Tyria soll an diesem Sieg teilhaben, einschließlich euch. Macht mit! Oh, wie süß, wir sind animiert. Begleitet Trahörn zur Feier im Zentrum des Forts der Dreifaltigkeit. In eurer Schuld, Kommandeur. Alles gut. Solange ich Marschall des Pakts bin, werde ich diese Schuld in Ehren halten. Kein Problem. Und hier ist wieder Konfetti in der Luft. Ich bedauere nur, dass ich nicht dabei war, als Saltan fiel. Stimmt, aber wo warst du? Ich freue mich schon auf die Skalden, die euren Triumph feiern. Ein Salut? Mein Glückwunsch, Kommandeur. Wir haben uns das Recht verdient, unsere Last eine Weile von den Schultern zu nehmen und zu feiern. Na also, dann sieht das jetzt auch so. Saitans Tod hat vielen das Leben gerettet. Und mehr noch. Er gab einer verzweifelten Welt Hoffnung. Drachen sind keine Sterne am Himmel. Man kann sie zählen, sie bekämpfen. Eines Tages töten wir den letzten Drachen. Dann erst ist Tyria sicher. Ein Neuanfang für Orr und für Tyria. Blauer Himmel nach einem langen Sturm. Diesen Sonnenaufgang wird Tyria nie vergessen. Das ist unser Tag. Wie sie alle feiern und fröhlich sind. Sogar Ridlock jubelt vor sich hin. Ich finde das immer wieder sehr, sehr schön gemacht. Ich finde auch diese Sequenz, die man kurz gesehen hat, wo wir auch uns rumstehen haben, sehen, so in diesem leichten 3D-Stil. Ganz interessant. Was würde ich gerne öfter sehen? Gut, dann haben wir das jetzt geschafft. Dann gucken wir noch ganz kurz, was wir bekommen haben. Lichtblick, eine Heldentruhe, Waffenbehälter, Mentorenkit, Beutetaschen. Das hat mich in Abenteuerlaune gebracht. Und? Ich denke, ich verabschiede mich an der Stelle. Ich sag Dankeschön, dass ihr mich bisher so weit begleitet habt in dem Let's Play. Und wir sehen uns übermorgen wieder und wir werden in die Living World starten. Und zum Ausklang werden wir jetzt auch schön dieses Lied genießen. Den Loot und den Brief, das können wir uns nächste Folge anschauen. Denn das Lied ist das absolute Highlight meiner Meinung nach am Ende von der Story. Das ist bemerkenswert und ich erwähne es nochmal. Wir haben das Unglaubliche geschafft. Wir haben es alle gedacht, Dix. Der Kommandeur und der Marschall haben dafür gesorgt. Es gibt noch reichlich zu tun. Mehr Drachen zu stellen und ich muss morgen eine wichtige Ansprache halten. Hört euch doch mal reden. Spione und Gelehrte. Es ist eine Siegesfeier. Klappe zu, hat Spaß.